Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich bin in Minecraft in Felucca unterwegs. Heute wollen wir uns mal wieder ein bisschen um die Inneneinrichtung hier im Haupthaus unseres Gestüts kümmern. Und ich habe beschlossen, dass ich heute mal mit der Küche anfange. Als erstes werde ich dazu mal die mühsam erworbene hellgraue Wolle hier entfernen. Denn so eine Küche ist ja so ein bisschen auch ein Feuchtraum. Das heißt, da läuft mal was aus oder es wird dann hin und wieder mal feucht durchgewischt. Und da ist so ein Teppichboden eher unangebracht. Ich habe bei einigen Leuten, deren YouTube-Videos ich gucke, gesehen, die haben diverse Schachbrettmuster als Fußboden benutzt mit den neuen Blöcken, die es jetzt in 1.8 gibt, mit Andesit und Granit und Diorit und wie sie alle heißen. Und da wollte ich mal ausprobieren, wie das aussieht. Wenn wir also mal so und so die Blöcke nebeneinander setzen. Ja, ich glaube, das gefällt mir sogar einigermaßen. Das behalten wir fürs erste Mal bei. Kurz gucken. Nee, ich habe eigentlich eine Uhr dabei, da kann ich auch drauf gucken. Dann wollen wir das mal auffüllen. Ich hoffe, ich habe genügend von diesen Blöcken dabei. Ich habe es mal wieder nicht vorher durchgezählt. Auf jeden Fall mit dem Granit komme ich hin. Und hiervon haben wir eigentlich auch eine ganze Menge. Das will ich aber nicht ganz aufbrauchen. Na, ein bisschen mehr muss es schon sein. Ja, halb so viel hätten gereicht. Das war der Teil. Dann braucht so eine Küche in so einem größeren Anwesen, in einem Landgut natürlich einen vernünftigen offenen Kamin, über den man Spanferkel rösten kann und ähnliches. Und ich glaube, den setze ich in diese Ecke, denn hier wird es vielleicht ein bisschen eng. Hier muss ja auch noch eine Durchfahrt hin. Ja, ich glaube, das passt hier ganz gut. Für den Kamin habe ich mir Bricks ausgesucht. Das sieht, denke ich, am besten aus, wenn man sich das von außen anguckt. Für einen gemauerten Schornstein. 4 Blöcke ist vielleicht ein bisschen breit. Und hier soll eigentlich auch ein bisschen Platz dazwischen sein. Das ziehen wir natürlich noch ein Stück weiter runter. Und hier unten, jetzt habe ich, naja doch, die untere Schicht ist ja eh mit Cobblestone, dann ziehen wir das Fundament hier noch ein bisschen weiter raus. Und dann brauche ich gleich nochmal David's Nacht. Dann gehen wir mal schnell eine Runde schlafen. Dann, da kommt schon der erste Besuch. Keiner hat dich eingeladen. Wie man im Chat sieht, habe ich vor kurzem schon mehrere Male versucht, die Nacht zum Tag zu machen.
Malstufen brauchen wir noch für da hinten. Und auf dem Weg dahin dachte ich mir, können wir den Raum hier noch ein bisschen aufhübschen, wenn wir uns ein Blümchen auf die Anrichte stellen. So. Einmal nicht so. So, genau so. Einmal Fundament. Hier brauche ich, was man nicht im Kopf hat, ein bisschen Dirt, um den Boden aufzufüllen. Den haben wir hier. Der Zombie hat noch ein bisschen Erfahrungspunkte auf dem Boden liegen lassen. Nein, nicht so. So. Ja, das lassen wir fürs Erste so. Dann gehen wir, wenn wir treffen, durch die Tür. Und verlängern das hier mal nach oben. Da stoßen wir dann hier durchs Dach. Das machen wir auch glatt. Ja, dich hole ich später. Hier und hier und hier. Und hier oben, da tricksen wir dann ein bisschen. Das lassen wir einfach so. Das ist eh von innen in der Abseite. Das kann man von innen also auch nicht sehen. Das machen wir dann. Da war noch ein Stück Holz, was ich vielleicht haben möchte. Komm her. Dann können wir hier unseren Schornstein nach oben bauen. Kleinen Snack zwischendurch. Und hier kommen Treppenstufen wieder hin, um das Loch zuzumachen. Und dann muss ich erstmal gucken, ob das von unten. Naja, das sieht eigentlich ganz okay aus. Eigentlich könnte ich auch, wenn ich das so sehe, das hier unten auch einen nach innen versetzen. Ich glaube, das wirkt besser. Und dich auch noch. Und dann habe ich meinen Stack fast schon wieder aufgebraucht. Es ist wirklich schade, dass es diesen Ton nur so vereinzelt. Eigentlich gefällt mir das mit dem breiteren Fundament auch. Aber ich probiere mal, wie es aussieht, wenn wir das etwas verkleinern. Ja, das ist besser. Und dann können wir da oben auch die dunkle Eiche wieder reinsetzen, damit es nicht so ein hässliches Loch hat. Gut, von außen funktioniert der Schornstein schon mal. Hier daneben wollen wir dann sicherlich noch ein bisschen Wand haben. Und damit ist das schon mal automatisch ein Fenster. Dann können wir hier
vielleicht ein bisschen. Das machen wir mit Netherbrick. Das sieht dann so ein bisschen aus wie eine häufig benutzte, rußgeschwärzte Bodenfliese. Ich wollte noch irgendwas mitnehmen. Nein, ich glaube, ich habe alles. Einmal so. Dann sieht man zumindest, welcher Bereich ein bisschen feuergefährlich ist. Denn da unten, vielleicht sogar noch einen Block tiefer. Da unten setzen wir Netherbrick rein. Den können wir dann nämlich anzünden. Und das muss auf jeden Fall anderes Material werden. Das sieht ja fürchterlich aus so. Der ist ja offiziell da oben nicht abgeschlossen, sondern geht dahin weiter. Ungefähr so. Dann brauchen wir in dieser Küche natürlich irgendwas, wo wir auch in Minecraft tatsächlich kochen können. Nur so aus Prinzip. Zwei Öfen. Hier müsste der Durchgang eigentlich frei bleiben. Und die Ecke ist mir eigentlich auch zu schmal dafür. Dann, da in die Ecke oder da in die Ecke. Viel mehr bleibt mir ja nicht über. Vertagen wir das Problem nochmal. Ich brauche eigentlich nichts weiter, um den Rest oben zu machen. Außer ein Feuerzeug. Vielleicht habe ich hier noch eins. Da anscheinend nicht. Und da habe ich auch keins. Und da habe ich auch keins. Ich habe jetzt allerdings, naja, gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Packen wir mal das Zeugs erstmal wieder weg. Und dann versuchen wir mal, einen Feuerstein zu kriegen. Da ist einer. Das reicht uns schon. Wenn wir kein Feuerzeug haben, dann machen wir uns eben eins. Und jetzt kletter ich mal aufs Dach. Ungefähr hier, wo der Schornstein ist. Naja, das war ja ein Volltreffer. Habe ich den tatsächlich direkt? Komme ich da dran vorbei? Direkt unter diesem Balken gesetzt. Na gut, das ist so ein kleines Detail. Das sieht außer mir sowieso kein Mensch. Ein bisschen übers Dach hinaus, damit uns der Qualm nicht in die Zimmer zieht. Und hier oben setzen wir dann auch einmal Netherrack rein und zünden das an. Das Gute ist, das geht auch nicht aus, wenn es regnet. Und so haben wir die ganze Zeit hier zum einen ein bisschen Licht, was aber viel spannender ist, diesen Raucheffekt. Wenn man das von unten sieht, das wird wehtun. Es tat nicht weh. Das tat weh. Hier bin ich durchgeklettert. So, sieht kein Mensch. Ich hatte vorher einen Besuch von Deletor, deswegen stehen hier zwei Betten. Die kommen dann irgendwann nochmal woanders hin. Wenn man das Ganze jetzt von unten sieht,
dann sieht das wahrscheinlich ein bisschen bescheuert aus mit diesem abstehenden. Ah, naja, es geht. Es geht. Da sind mir schon bessere Sachen eingefallen. Und das, was ich eigentlich zeigen wollte, das kann aber daran liegen, dass ich meine Partikel runtergesetzt habe. Ja, machen wir die mal auf alle. Nein, kann man von hier nicht sehen. Wie ärgerlich. Da wird's dunkel. Dann machen wir es noch mal eben wieder dark. Und schauen auf der anderen Seite, wie es von hier aussieht. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, von hier sieht man zumindest das Feuer. Ich möchte aber eigentlich den Rauch sehen. Davon hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Von hier irgendwo? Ah. Wir haben es jetzt eingebaut, wir wissen, dass es da. Den Rest stellen wir uns vor. Kein Raucheffekt. Nun gut. Da können wir jetzt so nicht viel dran ändern. Hier machen wir dann, da hatte ich schon einen Netherrack reingesetzt, nicht wahr? Ja, hatte ich schon. Machen wir dann genauso das Feuer an. Und über das Feuer fünf reicht mir, glaube ich, nicht. Noch so ein. Sieben sind's. Ein Eimer Wasser brauchen wir. Den holen wir uns von da. Sprinten, 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 sprinten. Ich habe gar nicht das dabei, was ich dabei haben wollte. Zwischendurch noch mal einen kleinen Snack. Habe ich alles aufgebraucht, nicht wahr? Probieren wir, wie so einer aussieht. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann hängen wir hier ach du Elend. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Verdammt. Verdammt, verdammt. Von hier oben sieht man es nicht. Oh, verdammt. Ich dachte, Slabs brennen nicht mehr. Aus, aus, alles aus. Das war eine ganz blöde Idee. Au, 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 au. Wasser. Ich war mir ziemlich höher auf. Und du? So. Jetzt brennen zumindest wir nicht mehr. Also, werde ich es denn heute noch hinkriegen, da hochzukommen?
Und das machen wir aus. Und das machen wir aus. Und das hier hinten brennt noch mehr. Da unten. Da oben. Okay, wie wir feststellen, Half-Slabs brennen, Treppenstufen nicht. Das ist dann ja auch mal eine interessante Erfahrung. Habe ich es jetzt endlich komplett aus? Gut. Das da oben darf knistern. Das sieht ja gut aus. Ich meine, das Fußbodenmuster gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber warum? Warum hat denn das so fürchterlich weit gebrannt? Eigentlich sollte doch der Fire Spread, also das Feuer benachbarte Holzgegenstände anzünden kann, gar nicht mehr so weit reichen. Und ich bin ja von hier immerhin, da unten wäre das Feuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Das ist noch zu wenig. Auf den Schreck nochmal ein Snack. Gut, ich denke, unsere Kücheninnendekoration ist damit erstmal noch einen Moment verschoben. Die Idee war an und für sich ganz nett. Die Ausführung nicht. Was natürlich passiert sein kann, dass das über diese, dass die zu nahe dran sind. Kann das denn durch die Wand? Ich glaube, da muss ich noch ein paar Testaufbauten machen. Das ist mir jetzt sehr suspekt, wie das angefangen hat zu brennen. Ich weiß, dass ich so einen ähnlichen Kaminaufbau in einer anderen Welt habe, in der ich allerdings lang nicht mehr gewesen bin. Und der hat problemlos funktioniert. Das heißt, wie gesagt, ich war lang nicht mehr da. Vielleicht ist meine Bude da mittlerweile auch schon abgebrannt. Da ist noch eine einzelne Fackel. Vielleicht steige ich dann da unten auch auf das künstliche Kaminfeuer um und mache mir eine Redstone-Lampe mit einem Clock-Circuit, mit einem Trigger, der die dann aufblinken lässt, mit einem bisschen orangenem Glas. Das ist ja fast dasselbe. Sowas. Ich bin ganz schockiert. Das war ganz und gar nicht eingeplant, auf solche Hindernisse zu stoßen. Ich würde sagen, damit machen wir für heute Schluss. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Holz sammeln gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.